Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls, Teil 2. Gut, weiter geht's hier im Nebelwald. Oh, warte mal, ich habe ja einen Helm bekommen letztes Mal hier bei ihm, dem kopflosen Ritter. Wie ist er nochmal? Back again. Well, this is a pleasant surprise. Vengal. Es ist nur sein Kopf übrigens. Farewell. I will retire to my silence. Ich weiß ja nicht, wenn ich irgend so ein Kopf wäre, der da einfach rumliegt, würde ich denjenigen, der mich findet, bitten, mich mitzunehmen, oder? Also, ich wollte hier nicht alleine rumliegen. Vengals Helm. Vom wilden Vengal von Forossa getragen, oder Forossa wird so ausgesprochen, getragener Helm. Wie man an Vengals Helm ablesen kann, glich er einem auf dem Schlachtfeld, glich er auf dem Schlachtfeld einer furiosen Bestie. Das will ich mal sehen. Was hat denn das Ding für ein Oh, das ist viel besser als meiner. Okay. Er ist mehr so ein... Wie soll man das beschreiben? Wie so ein Schwein? Ein Schweinetiger. Oder so. Ich weiß ja auch nicht. Ich lasse die aber mal auf. Ich bin eh schon zu schwer beladen. Ja, ich weiß. Es liegt an dem Zeug, das ich mit mir trage. Aber trotzdem. Das ist notwendig, dass ich immer ein bisschen wechseln kann zwischendurch. Oh Mann, Leute. Dieser Nebel. Ist das shitty. Ich höre die ganze Zeit was rumlaufen. Und ich glaube nicht nur, dass ich das bin. Hallo. Diese komischen Bäume mit den Mündern, das ist unheimlich. Ohne Ende ist das unheimlich. Dass man die Typen nicht anvisieren kann, finde ich auch ganz schön krass. Ah! Alter Schwede! Da kommt einer und es sticht mich von hinten. Ich hab den nicht mal gesehen, geschweige denn gehört. Arschkeks, ohne Witz. Ich zünd mir mal eine Fackel an. Vielleicht sieht man die Typen dann besser. Aber das ist auch gefährlich, weil dann habe ich nur eine Hand zum Kämpfen. Und das ist doof. Das ist extrem doof, Leute. Mann, 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 so eine Sau. Kommt der und bams, tot. Ha! Arsch. Erneuter Tod. Schleudert eine finstere Flamme auf Leichen und lässt sie heftig auflodern. Schmamschen die da oben wieder rum, ne? Hört ihr es? Schmamsch, schmamsch. So, nehme ich halt mein Skimitar. Meine Fresse hier, hört es euch an. Da sieht man ihn, seht ihr? Ne, Leute, die Fackel bringt gar nichts. Vorne läuft er. Ist das Schemenschwein. Oh, da liegt wieder einer. Leute, Talisman. War da eben was auf dem Baum? Ne, das waren nur Flecken. Oh! Ich sehe dich nicht mal, du Arsch! Hör auf, mich zu schlagen! Das ist fies. Oh Gott, Leute, wo laufe ich gerade hin? Da kommt was. Hier, stirb! Meine Fresse. Oh, wie? Du triffst mich, aber ich treffe dich nicht. Erzähl mir das nicht. Ah, jetzt schießt er auch noch. Trink. Oh, da sind mehrere Leute. Ah, du Penner. Oh, da war noch einer. Ich habe ihn gesehen. Egal, jetzt komm. Da unten ist er, seht ihr? Das oh! Sind überall welche. Arsch. Wegen der alten Sonne lesen wir später, Leute. Ich muss erstmal hier durch. Ach ja. Schlagt doch nicht nach mir, alle ihr Penner. Ich gehe so schnell wie es geht wieder raus, Leute. Der Nebel ist kacke. Ah. Nebel ist kacke. Nebel ist kacke. Da waren meine Seelen. Gut, dann weiß ich, wo ich bin. Aha. Aha. Hier müsste ich wieder rauskommen. Aha. Aha. Ja, da ist der Turm gleich wieder. Lululululu. Ihr Penner. Nicht, dass da jetzt einer kommt. Man sieht die auch so toll hier, ne? So, wo haben wir hier den Ring der alten Sonne?
Der seltsame Steinring enthält eine feurige Hitze, erlangt mehr Kraft, je näher dem Träger geschadet wird. Dann explodiert er und fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, während sein Träger unbeschadet bleibt. Unsere Taten schlagen auf uns zurück, auf die eine oder andere Art, ob gut oder böse. Das heißt, das ist so eine Art karmische Gerechtigkeit, ja, der Ring. Ja, wenn ihr nicht wisst, was das ist ein Wunder. Wenn man da in kürzester Zeit 5-mal, glaube ich, getroffen wird, dann bekommt der Gegner denselben Schaden zurück oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da. Ja, diese Kackviecher, ne, ganz ehrlich. Diese Kackteile. Wahrscheinlich ist es total sinnlos, dass ich jetzt hier nochmal durchlaufe. Aber vielleicht komme ich jetzt auch hier weiter irgendwo. Ich weiß es ja nicht. Ich muss alles in Betracht ziehen. Jede Möglichkeit. Oh nein. Ich häng fest. Nein. Oh gut. Nein. Doch. Nein. Ja, nein. Doch. Ah. Ah. Ah, ah, ah. Lauf. Bevor mir jetzt irgendwas hinterherkommt wieder. So. Immer schön am Rand lang. Und da haben wir was. Kommt da einer? Leute, ich sehe das nicht. Da kommt einer, doch. Ein Clown-Tiering Nummer plus 1. Stirb. Oh. Mistgestalt. Warte, dann ziehe ich mir schnell an. Plus 1 besser. Die wiegen aber immer ein bisschen mehr, kann es sein? Oh Mann, Leute, dieser Nebel. Ich sehe null hier, das ist... Da ist tot. Das wird, ah! Da ist hundertprozentig tot. Au! Du Arsch! Penner! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Lauf doch! Da kommt er. Die sind aber auch flink, ne? Au. Ah, ah, ah. Na, schlag, 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 komm. Oh. War das knapp. Was sind denn das für Typen, Mensch? Ist das ein Covenant oder so? Alter Verwalter, der Nebel, der Nebel. Der macht mich ganz wahnsinnig. Ich sehe nichts. Ah, nee, nee, nee. Ich hab dich gesehen, du Schwein. Aber immer nur so ganz leicht sieht man die. Ah! Ah. Oh. Oh, Leute, die sieht man so bescheuert. Das ist doch... Da habt ihr es gesehen. Ganz leicht sieht man die Silhouette. Ich kann aber auch nichts gegen tun. Ich glaube, das... Kann man da überhaupt was gegen machen, gegen diesen Effekt, dass die ganze Zeit unsichtbar sind? Also, nö, ich meine so, im Wald war es ja so, dass diese Phantome, man hat sie deutlich gesehen, also die haben sich deutlich abgehoben von der Umgebung, aber hier ist es ja echt extrem. Also die sieht man wirklich nur ganz leichte Silhouetten sieht man da. Ich hätte gern trotzdem meine Seelen zurück, wisst ihr das? Nee, ich glaube, in der Richtung komme ich nicht weiter, oder? Komme ich da weiter im Nebel? Ich kann es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon alles abgegrast, so ziemlich. Jede Richtung ausprobiert, meine ich. Den hatte ich schon. Aha. Aufhören. Nicht nach mir schlagen, ihr Penner. Oh, da bin ich falsch. Oh, das ist neu. Hier war ich noch nicht, oder? Leute, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen, aber hier geht's weiter scheinbar. Okay, krass. Krass, krass, krass. Was ist das denn hier? Also da hätte ich gerne mal eine Wegbeschreibung, so ein Navi, so eine Art für den Wald, für den Nebelwald. Wäre vielleicht gar nicht so blöde. Ach, ein Leuchtfeuer, das ist ja schön. Ah, schön. Komm ich hier rüber? Wahrscheinlich ist das nur ein Rückweg hier. Alter Schweden. Soll ich jetzt nochmal in den Wald gehen und alles durchsuchen? Was steht denn da drüben für einer? Ist kein Nähr, sondern etwas.
Ein schimmernder Lebensstein. Guck mal, da unten ist auch noch. Sag mal, wie riesig wird das Spiel hier noch werden? Ich will es mir gar nicht so wirklich vorstellen. Da lacht jemand. Hört ihr das? Alter Schwede. Was lacht ihr denn so dreckig? Oh. Ist das bitte? Nee, Leute, ich habe da keinen Bock drauf, was auch immer das ist. Was ist das für ein Geräusch, Mensch? Ich hasse es, wenn ich irgendwas nicht sehe, aber höre permanent. Ja, seid ihr lustig. Alter, was ist das da? Oh, was ist das? Ist nur für einer. Oh, Kacke. Au. Oh Gott. Lach doch nicht so dreckig. Sind das diese Vasen da, die Geräusche machen? Was habt ihr für Frisuren, sag mal? Seid ihr aus Jamaika abgehauen oder was, sag mal? Lacht nicht so dreckig, ihr Vasen. Aber nicht mal zerstören. Was soll denn das? Oh. Ach, guck mal, die machen mir echt diesen Status da. Keine Ahnung, was es sein soll. Ja, das gefällt dir, ne? Was für eine Frisur der hat. Oh, sieht ja unheimlich aus. Alter Schwede. So dreckig. Oh, was macht das denn? Das sind irgendwelche verfluchten Vasen. Verfluchte Vasen. So, was haben wir hier? Bitte keine Mimik. Stehe ich jetzt nicht drauf. Blutungsserum. Was ist das denn schon wieder? Leute, hier gibt es so viel Zeug. Ich blick da wahrscheinlich nie hinter, was es hier alles gibt. Verleiht Waffe der rechten Hand Blutungseffekt. Ein Behälter mit fleischfressenden Pflanzensekreten verleiht der Waffe der rechten Hand Blutungseffekt. Maximale TP blutender Feinde werden vorübergehend gesenkt. Ja, nicht nur vorübergehend, das ist doch dann so... Ich glaube, das ist immer 50% der aktuellen Leben, was abgezogen wird, oder wie war das? Wie dreckig die aber immer lachen da. Oh! Oh, guck mal, das... Oh, verflucht! Okay, das ist wohl doch nicht so schlimm, aber ich bekomme jetzt wohl mehr Schaden. Alter Schwede, wo ist das? Das muss unter mir sein. Wie dreckig. Flammenschmetterling und eine Fackel. Sehr gut. Ekelhaften Teile, sag mal. Was hat das für einen Sinn, dass diese Vasen mich verfluchen? An die Kinder lachen oder sonst was. Ist so lustig. Wir sind voll lustig. Oh, 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 oh. Nicht verfluchen, ihr Mistviecher. Nicht verfluchen, bitte. Ich komme mir gerade vor wie bei Tanz der Teufel, ne? Von allen Seiten höre ich's. Guckt euch das nicht abends an, ich sag's euch. Just saying. Da ist er. Komm, Sau. Was ist das denn?
Seele eines tapferen Kriegers und ein Pharaos Wahrheitsverkünder. Sehr schön, da bekomme ich ja noch einen. Das ist eine Echse, ich höre sie. Nein! Nein, hör auf zu schlagen! Nein! Ach Mann! Nur weil ich zweimal aus Versehen geschlagen habe, obwohl ich gar nicht mehr wollte. Shit. Wer atmet denn hier, Leute? Das ist so unheimlich hier. Oh, was? Was ist das denn da unten für ein Vieh? Das ist ein riesiger Skorpion? Wollt ihr mich verarschen? Was wollen die echt jetzt? Eine Sense, Finsternis. Okay. Sense, eine mit großen... Nee, eine mit einer großen, angepassten Klinge ausgestatteten Sense. Sie verfügt beim breiten Schwingen über eine erhöhte Hiebreichweite. Bei solchen Angriffen ist der Angreifer jedoch sehr verwundbar, also Obacht. Hm, habe ich noch Zeit, Leute? Dann will ich nochmal ganz kurz hier das Spiel laden. Ja, so viel Zeit muss jetzt sein, weil ich möchte gerne die Echse haben. Ich möchte gerne die Echse haben. Ich will wissen, was die bringt. Also, was da drin ist. Vielleicht was Nettes. Hm. Ja, die Ladezeiten, ne? Muss ich euch nicht erzählen. So. Ich möchte nicht online spielen. Nein. Nein. Okay. Fortfahren. Und Bruga, da seht ihr es. Das ist mein Magier und meine Sorcerer. Die habe ich immer noch nicht gespielt. 17 Stunden habe ich schon. Na gut, ich bin wahrscheinlich sehr viel Zeit einfach nur irgendwo in der Gegend rumgestanden. Das ist, ist irgendwie normal. Das mache ich immer, wenn ich dann den Part beendet habe. Und dann checke ich schnell das Video, hau das schon mal in die Verarbeitung rein und so weiter. Ne? Das ist ja, dann erspare ich mir da später ein paar Schritte. Und meine Aufnahmefestplatte bleibt schön leer. Das ist auch noch ein Vorteil. Oh Mann, diese Skorpionstrolla, ist das wieder ein Boss oder so? Nee, kommt natürlich nicht, seht ihr? Shit, 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 shit. Hihihi, so lustig. Alles so lustig. Och Leute, was ist das für ein Vieh, Mensch? Ausrufezeichen, ist das doch kein Boss vielleicht? Bevor ich schon wieder einen Fehler mache. Ich kann den auch nicht anvisieren. Seht mal, ich kann mit dem sprechen. Hä? Was? Hier kann ich reden, Leute. Das ist schön. Ach, warte mal. Ich glaube, ich hab's schon. Ich hab's schon, ja. Ihr habt mir was geschrieben, beziehungsweise weiß ich das. Ist das dann? Sieht aus wie ein goldener... Löwe. Was bist du denn für einer, sag mal? Ist der Chef hier? Dieser Ärsche. Was machst du denn für Geräusche? Au. Alter. Was bist denn du für ein Sack? Aha. Triklops Schlangenpast. Sag mal, es wird immer mehr. Anstatt, dass ich mal irgendwie Erklärung kriege zu den Items, werden es immer mehr. Ich finde das ja lustig. Triklops Schlangenpastillen. Pastillen mit rosigem Geruch, stärkt vorübergehend die Versteinerungsresistenz. Erzählungen berichten oft von der heiligen Elizabeth, deren einzigartige Medizin und Tränke bis in die heutige Zeit häufig eingesetzt werden. Warum hat er Tabletten gegen Versteinerung? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall der Typ oben, den Ring des Flüsterns, den werde ich hier wohl brauchen. Weiß man nicht, aber ich schau mal. Sag mal, das wird... Es wird nicht weniger, ne, vom Gebiet her. Na klasse, da komme ich wohl nur durch, wenn ich den entsteinere. Okay, Leute, ich muss nochmal nach Majula. Und muss mir diesen Ring kaufen. Aber erst will ich nochmal die Wände hier abchecken. Ich muss nach Majula. Der kostet, glaube ich, 5000 irgendwas. Nee, gut, dann heben wir uns das gerade auf für nächstes Mal, weil der Part ist gleich rum, sehe ich gerade. Och Mann, wenn ich an den Stein gehe, also an mein Leuchtfeuer, dann kommen bestimmt die ganzen Vasen wieder und so. Die Gegner an sich hier sind nicht so schlimm, finde ich.
Ach so, auch nochmal meine Maxime. Wie ich sagte, ich will nicht über Level 100 gehen. Mal sehen, ob ich das einhalten kann. Ich glaub's ja nicht, ne? Ich glaub's ja nicht. Also, ihr habt mir schon gesagt, ich werde wahrscheinlich weit über Level 100 kommen. Einige von euch sind sogar auf Level 200 im ersten Durchlauf. Und davon bin ich ja noch weit entfernt. Also den zu beenden. Boah, dieses Lachen schon wieder. Ich finde das furchtbar. Da oben bist du. Arschkuh, du Blöde. Oh ne. Will ich das Vieh noch bekämpfen? Das verflucht mich, ne? Die spucken irgend so ein Mist. Oh! Alter Schwede! Sag mal! Oh! Ja, Ring des Seelenhals hat mich gerettet, aber trotzdem ist es krass, was das Vieh einfach mal so bams mit so einem dürren Schwanz raushaut. Oh Mann. Zählt das jetzt als gestorben, weil ich den Ring anhatte? Oh Leute, ich glaube, ich darf gar nicht gucken, wie oft ich gestorben bin. Das ist ja der Wahnsinn. Ein Menschentöter, ein Katana mit einer schrecklich abgenutzten Klinge. Es wirkt nutzlos, aber ist es nicht. Wahrscheinlich. So. Nee, Leute, dann mache ich das ganz schnell. Ich reise nach Majula. Hol mir den Ring. Ihr könnt mir schreiben, ob ich was im Nebelwald vergessen habe. Und dann hole ich das irgendwann nach. Ne? Ich meine, ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Bock, da nochmal reinzugehen. Außer ihr wisst vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Nebel wegbekommt. Aber ob es das überhaupt gibt, man weiß es nicht. Manches Mal wünschte ich mir, ich wäre schon weiter im Spiel. Dann könnte ich nämlich ganz genau euch erzählen, was hier abgeht. Und müsste mich nicht immer da drauf aufmerksam machen lassen. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber der Ton macht die Musik, nicht wahr? So. Ganz kurz noch, ich gehe noch zu Chalqua. Ich muss mir die Namen alle irgendwie mal reinprügeln, aber es werden immer mehr, merkt ihr, ne? Werden immer mehr Namen als weniger. So, Chalqua, hallo. Oh. Du kennst mich doch, ich riech doch so gut. So, Ring kaufen, das ist der Ring des Geflüsters. 5800. So, dann ziehe ich mir hier mal ein paar Seelen rein. Oh Gott, guck mal, wie voll das ist alles hier. So, es gibt 1000, das Teil. Dann müsste der 800 sein, dann sind das 2000. Pling. Und pling. 120 Seelen zum Naschen noch übrig. So, Gegenstand kaufen und ich kaufe mir den Ring des Geflüsters. Na klar, bin ich zufrieden. Dankeschön, Chalqua. Dankeschön, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Dark Souls 2. Und lasst mir noch gerne ein Like da, wenn es euch gefällt, Leute. Bis dann.